Hallo, hier ist wieder die smarte Küche. Heute mit dem Rezept fürs Büro. Für das Gericht Risotto brauchen wir natürlich einen Risotto-Reis, ein paar Sachen, die als Einlage dienen, sprich Bohnen, Zwiebeln, ein paar Cherry-Tomaten zum Unterstützen vom Geschmack, sonnengetrocknete Tomaten, ein bisschen Sonnenblumenkerne, Shiitake-Pilze. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen über meinen Schatten springen, etwas Brühpulver. Aber so muss ich halt im Büro kochen. Und natürlich zum Finishen nachher ein schönes Stückchen Parmesan. Das waren jetzt die Zutaten, mit denen man ganz schnell im Büro mal nebenbei was zum Essen zubereiten kann. Es muss also kein Pizzaservice sein, sondern man kann sich auch gesund ernähren mit dem Steamwave. So, natürlich das Allerwichtigste, den Risotto-Reis. Das Schöne dabei, man muss ja gar nicht wissen, wie lange sowas jetzt braucht, sondern das weiß der Steamwave. Oh, dann schauen wir mal rein ins gute Stück. Na wunderbar. So, so sollte ein Risotto aussehen. Schön cremig, noch leicht fluffig, also nicht so fest. Und das ist halt noch nicht ganz durch ist, also so ein bisschen Biss soll es einfach haben. So, mal eine wunderbare, gesunde Ernährung. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!